Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine neue Verheißung aus Petrus 4, Vers 14. Und da steht, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Herrn Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Also in Neudeutsch ist es so, dass selig bist du, wenn du kaputt gemacht wirst von Menschen. Wenn die Menschen schlecht über dich reden, wenn sie vielleicht negative Sachen über dich sagen. Um Christi willen. Das ist wichtig. Wenn du Gott dienst, Jesus dienst, vielleicht in deiner Familie oder deine Freundschaft oder wo auch immer du bist. Wenn du um Christi willen geschmäht wirst, wie es hier steht, und die Menschen dich nicht verstehen und vielleicht sogar übel über dich reden, üble Nachrede. Wenn du es um Christi willen tust, dann bist du, so sagt das hier, selig seid ihr oder selig sind die und seid ihr. Und dann heißt es, das gefällt mir auch sehr, denn der Geist Gottes ruht auf dir. Was kann dir noch widerfahren? Eigentlich nichts. So steht es auch in anderen Worten geschrieben. An vielen Stellen lesen wir, wer für Christus ist, wer kann dann gegen uns sein und so weiter. Aber ich möchte dir heute mitgeben, dass du diese Verheißung mitnimmst. Selig bist du, wenn du für Christus leidest. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.